Ja, jetzt möchte ich dir zeigen, wie man die VirtualBox installieren kann und auch deinstallieren kann, zum Beispiel wenn man eine ältere Version hat, noch eine ältere Version zum Beispiel die 3er Version hat. Ich zeige dir mal, wie man deinstalliert. Ich gehe also bei mir in die Systemsteuerung unter Windows 7, gehe auf Programme deinstallieren und gebe dann hier oben ein virtuell. Dann sucht er was. Hier zum Beispiel geht es hier auf deinstallieren. Klicke auf Ja und er entfernt jetzt dann nach einer gewissen Zeit die bereits vorhandene VirtualBox. Er fragt jetzt hier, ob ich das so möchte. Und entferne sie mir. Wir haben jetzt also dann gesehen, wie man eine VirtualBox auch wieder deinstallieren kann. Nach Geschwindigkeit des Computers braucht das halt einmal länger oder es ist kürzer. Man sieht, das ist jetzt hier deinstalliert. Gut, und jetzt möchte ich aber zeigen, wie man die VirtualBox installieren kann. Ich habe hier drei Dateien. Zwei davon kennst du schon. Diese eine Datei hier, die wir gerade vorhin heruntergeladen haben, ist die aktuelle VirtualBox-Version. Und hier ist das sogenannte Extension Pack, also jenes Zusatzsoftware, die es unserer VirtualBox dann ermöglicht, noch weitere Dinge zu machen, wie zum Beispiel auch ein am Gerät angeschlossenen USB-Stick zum Beispiel zu erkennen. Ich starte jetzt hier die Installation, indem ich hier als Administrator ausführen klicke, nämlich genau für diese Installationsdatei von der VirtualBox. Bestätige das und klicke auf Ja. Hier klicke ich nochmal auf Next. Ich kann diese Einstellungen so belassen. Klicke auf Installieren. Ja, jetzt kann ich hier auf Starte gehen und die VirtualBox ist jetzt hier frisch eingerichtet. Ich habe hier mehrere Dinge, die ich jetzt hier einstellen kann. Ich kann jetzt hier auf globale Einstellungen zum Beispiel gehen und kann hier sagen, okay, wo werden meine ganzen virtuellen Maschinen, also meine verschiedenen Betriebssysteme, die hier laufen möchte, dann abgespeichert. Ich kann diesen Pfad hier dann zum Beispiel so belassen. Dann kann ich hier einstellen, wann die Updates gesucht werden soll. Es gibt immer wieder Updates von VirtualBox. Die Sprache ist schon bei mir auf Deutsch eingestellt. Das möchte ich jetzt nicht ändern. Hier habe ich schon Anschluss ans Netzwerk, auch Internet zum Beispiel. Hier könnte ich zum Beispiel Zusatzpakete noch weiterhin installieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel gehe, Paket einfügen, dann gehe ich zu der Seite, auf der ich meine das Zusatzpackage installiert habe. Das wäre dieses hier zum Beispiel. Klick auf Öffnen. Und hier werde ich dann aufgefordert, es zu installieren. Ich bestätige das hier. Klick auf Zustimmen. Und das Extension Pack wurde jetzt erfolgreich installiert. Gut. Klick auf OK. Und habe jetzt hier also eine funktionierende VirtualBox Manager.